Puccini war 1918 ein Pionier. Er hat drei verschiedene Stücke zusammengeführt, drei Einakter, die sich perfekt ausbalanciert ergänzen. Es gibt das tolle emotionale Zentrum, was jeden berührt, zu Angelica, die Nonnengeschichte. Die Nonne, die erfährt, dass ihr Kind gestorben ist und sich in astrale Traumwelten flüchtet, hin zu ihrem Kind, was sie im Himmel sieht. Drumherum ranken sich wie beim Flügelaltar flankiert die Schauerromantik des Mantels und das höchst sarkastische Werk Gianni Schicchi. Und Gianni Schicchi, das sind Charaktere von heute. Puccini hat so modern gedacht, jeder kann sich sofort in die Gier, in die Finanzgier reinfinden von diesen Protagonisten von Gianni Schicchi. Alle drei Stücke sind am Wasser gebaut, Tabarro an der Seine. Zweite hat das Wasser schon eine religiöse Dimension, das ist der Brunnen im Klosterhof, der drei Abende lang im Jahr golden erstrahlt. Gleichzeitig finde ich eben religiös, könnte aber auch der See der Tränen sein. 7 Jahre ist Suor Angelica schon im Kloster ohne Nachricht von ihrem Kind. 7 Jahre Tränen sind hineingeflossen und haben das Bassin mit Schmerzen gefüllt. Das dritte Stück, Gianni Schicchi, weiß man, spielt in Florenz. Der Fluss Arno treibt durch Florenz. Alle drei Stücke haben Wasserthematik und hier interessiert mich einfach die Transformation. Wasser ist das Medium der Transformation von Charakter, der Transformation von Emotion. Wir multiplizieren das Wasser noch mit einem Spiegelplafond, der drüber hängt. Also die Bilder, die hier entstehen, die Kosmen, werden nochmal potenziert nach oben hin. In Suor Angelica wird das eine ganz tolle Spiegelung und wirklich eine, wie eine Maria Himmelfahrt. Suor Angelica verlässt die Erde und verliert sich zwischen den Sternen.